Ne, Monika? Was hat man alles gemacht, ne? Oh. Ihn kenne ich noch aus Puna sozusagen, Postmann. Habt ihr euch da kennengelernt? Nee, direkt nicht, aber... Ja, im Gesicht, das kommt mir auch bekannt vor. Ja. Ihr wart zum selben Zeitpunkt da? Ja. Ich war ja immer, auch immer mal wieder da, aber okay. Das hat sich bestimmt mal geschnitten. Und ich bin nicht gegen diese Ansätze, nicht wahr? Stille, Meditation. Was gibt's denn noch? Katharsis. Katharsis, genau. Das sind so die wichtigsten eigentlich, ne? Kann man fast sagen. Ne? Therapie. Therapie natürlich auch, klar. Ja, eben auch nicht als Gesetz, ne? Nur wenn es kommt. Eben auch diese Ansätze nicht als Gesetz, sondern nur wenn es kommt. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, kein Gesetz daraus machen, dass meditiert werden muss oder dass Kundalini gemacht werden muss oder dass... Ja, Kundalini haben wir auch noch vergessen. Das ist ja Meditation. Ja, ist ja eine Art der Meditation. Aktive Meditation. Aktive Meditation. Wie die dynamische Kundalini. Wegen wir auch Gebet. Ja. Zen. Ist ja auch Meditation, ist eine spezielle halt. Ne? Sehr diszipliniert. Oder eben auch was besonders Nisargadatta betont, weil ich bin. Ja. Also nicht die Frage, wer bin ich, sondern die Behauptung, ich bin. Das hat ihm sein Guru so beigebracht. Ne? Oder eben die, die gar keine geben, wie Uji, der ja nicht mehr unter uns ist, aber der im Grunde gesagt hat, also haut ab, ich kann euch eh nicht helfen. Total radikal. Ne? Wenn es passiert, passiert es. Wenn nicht, kann man auch nichts machen. Ne? Ich kann euch nicht helfen, ich kann euch nichts geben. Was wollt ihr eigentlich hier? Ne? Der Anti-Guru. So what? Aber mein Fokus, meine Funktion ist einfach wirklich die Selbstüberprüfung als effektivstes Instrument zu empfehlen. Vielleicht auch deswegen, weil es hier eingeschlagen hat dadurch. Ne? Aber ich wüsste wirklich nichts Besseres. Es ist so klar. Du erkennst einfach ganz klar, da ist niemand. Es ist nahezu logisch. Ne, zu logisch für dich wieder. Oder? Oder was passiert da, wenn du das jetzt so praktizierst? Wie ist das? Kommst du in den Verstand, hast du gesagt. Ne? Obwohl es eigentlich keinen gibt, dann okay. Ja. Ist ja auch nur wieder der Gedanke, dass da was rödelt und was greifen will, dass er keiner ist. Also, und wenn ich das nur so wahrnehme, ja, dass da nur einfach ein Gedanke ist, ja, dann wird was stiller. Okay. Stiller. Oder einfach ein Ja dazu sagen, dass er ein Gedanke ist. Okay. Da ist es einfach klar. Ja. Das ist nur ein Gedanke. Und wenn du ganz bewusst fragst, dann hast du das Gefühl, ich will wieder was. Und ich mache was damit. Du greifst danach. Ja. Du willst es wissen, du willst es haben, genau. Du willst es erkennen. Genau. Okay. Und dann bin ich da in ein Muster dran. Ja. Okay. Kann ich nachvollziehen. Erstmal bin ich ganz froh, dass ich nichts mehr machen muss. Ja. Da
Das wie, ja. Was du lange Zeit dachtest wahrscheinlich, ne? Immer wieder dachte, ich muss was tun und noch besser oder noch mehr meditieren oder und ich kriege immer mehr mit, da ist es gar nicht. Ich muss das auch noch nicht einfach tun. Es fällt immer mehr weg und ja, ich sage immer wieder, das Unruhe, das sackt runter und wird stiller, tiefer oder ja, ist auch gar nicht zu beschreiben. Und dann immer wieder von außen zu sehen, boah, jetzt bin ich ja in so einer massiven Tätigkeit und zu erkennen, ja, das bin ich auch gar nicht. Aber es kommt einfach. Es kommt, ich erkenne, es kommt und ich sitze da auch da drin und denke, boah, toll, ja. Aber nicht ich. Ja, das, ja, es ist nicht so greifbar und auch nicht immer da. Aber es kommt immer mehr so, dass ich merke, das bin ich gar nicht. So mehr so diese Freude, die da ist. Nochmal? Ich lasse einfach diese Freude, die einfach da ist, mehr zu und ja. Ich darf einfach hier sitzen und nichts tun. Du musst noch nicht mal lachen, ne? Nein, auch nicht das. Dann musst du wieder lachen. Ja, großartig. Großartig. Ich weiß auch nicht, warum ich hier sitze oder warum ich hier bin oder was ich will. Weiß ich, es ist einfach. Ja. Warum woanders sein, ne? Ja, genau. Hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Und dann ist Stille da. Ne? Dann muss ich sie nicht suchen. Ja, ist Stille da und sobald, ja. Weil, was ist Stille? Ne? Wenn Stille das wäre, dass so die Abwesenheit von Geräuschen wäre, dann hätte ich nie Stille mit meinem Tinnitus hier. Das hat mit Stille nichts zu tun. Stille ist die Abwesenheit eines Täters, eines Denkers. Das ist die Stille. Oder keine Gedanken mehr. Ne? Wozu? Ja. Gedanken sind da, aber niemand, der es denkt. Dann dürfen sie da sein, dann haben sie auch keine Kraft mehr. Dann sind sie kraftlos, außer sie sind funktional notwendig. Dann werden sie sich schon durchsetzen. Ne? Funktionaler Gedanke, ich muss aufs Klo zum Beispiel. Ne? Ein funktionaler Gedanke. Der hat seine Wichtigkeit und Richtigkeit. Oder ich mache das Geschäft zu. Hat keinen Wert mehr. Ist nicht so schön, aber ist ein funktionaler Gedanke. Der muss sein, der ist richtig, der ist gut. Aber der Gedanke, warum habe ich denn erstmal das Geschäft aufgemacht, wenn es jetzt wieder zugemacht wird? Dieser Gedanke, der wird ins Leere gelaufen lassen. Der ist zwar auch da, du kannst ihn nicht vermeiden, aber er wird als sinnlos erkannt. Ja, und wenn du das ansprichst, dann gehe ich da eins weiter. Auch im Moment ist der Gedanke, ich mache das Geschäft zu, nur ein Gedanke. Ist ja. Das wirklich zugemacht hat? Ja, klar. Aber wie gesagt, du siehst es eben als im Augenblick das Beste, das Effektivste an, das zu tun. Ja, also, aber ich läuft. Auch, dass es sich noch ändern kann. Und klar, das ist immer noch. Dann merke ich erst in einem Jahr, wie ich es zugemacht habe. Das ist richtig. So, ne? Also das ist für mich auch noch so fast so ein Spiel. So, es ist im Moment, es ist ein Gedanke. Ja.
der Klugscheißer auch noch nachvollziehen kann und die in Zahlen nachweisen kann. Ja. Lass ein Wunder passieren und dann machen wir es nicht so. Also ja. Das Gehirn hat diese. Das Gehirn ist wirklich so strukturiert, das muss man mal sehen. Wir stellen uns vor, wenn dieser Denker weg ist, also wenn dieses Gefühl weg ist, da gibt es einen Denker, dann ist das so eine tolle Ordnung da im Kopf oder so. Ne? Das denkt sich dann alles nur noch ganz, ganz ordentlich und sauber und vollkommener Quatsch. Das Gehirn denkt, ist so abgehackt. Wenn der Denker raus ist, merkst du, das ist alles okay. Das muss ich so abgehackt denken. Da und dort und hier, aber es macht nichts mehr mit dir, ne? Weil ja nur noch Gedanken da sind, ne? Nur wenn du das Gefühl hast, ja, wie kann ich denn jetzt denke ich das und dann denke ich wieder das, oh, das macht mich so unruhig, und dann kommt erst die Unruhe, ja, das Gehirn ist chaotisch. Das ganze Universum ist chaotisch und trotzdem ist Ordnung da. So großartig, wirklich, weil ich habe ja nun ein paar Jahre hinter mir, wo ich mir eingebildet habe, es geht nicht, ne? Und weiß, wie anstrengend das war, auch mit Kunden zum Beispiel jetzt, wenn ich mit Kunden jetzt spreche, wenn Kundenbeziehungen auch aufbaue, das ist alles so locker, das ist alles so normal. Ich weiß genau, jetzt muss ich da anrufen und jetzt soll ich es lassen und jetzt soll ich das machen und das brauche ich nicht unbedingt und das geht alles so effektiv, obwohl natürlich die Gedanken da sind, nicht wahr? Die Gedanken sind schon da. Rufe ich da jetzt an und dann plötzlich ist ganz klar, nee, jetzt noch nicht, das kommt dann hin. Und da ist niemand zwischengeschaltet. Mit seinen idiotischen Gedanken. Was passieren könnte, wenn ich jetzt nicht anrufe? Ne? Möglicherweise der Kunde abspringt und so weiter. Ne? Ja, wie soll der abspringen, wenn er nicht abspringen kann? Und wenn er abspringen soll, springt er eh ab. Ne? Dann wird effektiv gedacht, effektiv gehandelt. Macht das Leben leichter. Gut, am Anfang, das erste Jahr nach Ramesh war schwierig, weil da wurde wirklich also neu geordnet ohne Ende. Ne? Da konnte ich auch kein Seminar mehr machen, das war nicht mehr möglich. Ich habe eins machen müssen, weil das war schon gesetzt und terminiert, das hätte mich einen Haufen Geld gekostet, wenn ich das hätte fallen lassen. Das musste ich machen. Da bin ich abends um 8, anstatt mit den Leuten am Biertisch noch zu sitzen, bin ich ins Bett gegangen, habe nicht bis nächsten Morgen um 8 geschlafen. So fertig war ich. Das war so, ich wusste gar nicht, was ich mit den Leuten überhaupt anfangen sollte. Ein Jahr lang war äußerst schwierig, mir wieder zurechtzufinden. Mittlerweile geht es wieder. Ich habe schon Seminare mit Leuten gemacht, die überhaupt nicht das Geringste von all dem verstehen, was wir hier reden. Das geht gut. Ich habe auch keinen Drang mehr, das eben mitzuteilen oder eher verstecke ich es. Die schreiben Bücher. Was schreiben sie denn für Bücher? Ach, das geht ja so um Selbstakzeptanz und solche Sachen. Ah ja, ist ja auch interessant. Naja, ich wiege eher ab, weißt du? Wenn ich merke, die Leute sind eh nicht offen, mache ich meinen Job und gehe wieder nach Hause. Obwohl ich natürlich nichts lieber täte, als ihnen die Wahrheit zu erzählen. Aber ich weiß ganz genau, es ist eh sinnlos. Sie sind nicht offen dafür. Noch nicht. Oder? Nie, je nachdem. Oder der Ort, in dem ich wohne. Meinst du, da weiß irgendjemand, wer ich bin oder was ich mache? Die wenigsten. Ich bin ein ganz normaler Nachbar einfach. Ganz normales Leben. Da wacht man noch richtig auf, ne? Ja. Okay.
Druck. Voll erleuchtet jetzt. Was? Ihr seid jetzt voll erleuchtet. Oh ja, voll leer. ja. Und zwar wird ja so viel erzählt, dass angeblich im Jahre 2012, im November oder Dezember, da der große Bing-Bang kommt und das neue goldene Zeitalter beginnt. Was hältst du davon, von diesem Ganzen, was da so viel in spirituellen Kreisen erzählt wird? Also, meine persönliche Meinung ist, da passiert gar nichts. Aber ich kann nicht umhin, in der Argumentation derer, die das Jahr 2012 so zum Endpunkt und zum Neubeginn machen, ich kann nicht umhin, die Argumentation nicht ganz unlogisch zu finden. Ja. Also da ist vieles dran, da scheint zumindest vieles dran zu sein. Ich habe auch im Fernsehen kürzlich einen Bericht gesehen, sehr interessanten Bericht über Leute, die sich da mit dem Maya-Kalender, mit dem hängt man ja sehr stark zusammen, befassen und so weiter. Einige sind der Meinung, die Welt geht unter, einige sind der Meinung, es gibt eine Transformation, wieder andere Meinungen. Ja, also lassen wir das auf uns zukommen. Also es berührt mich nicht. Ich höre das und denke, naja, wer weiß, vielleicht kommt ja wirklich was ganz Neues. Wer kann das schon so genau sagen? Ich weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall so unendlich viele Daten, die schon gesetzt worden sind von irgendwelchen Berechnern, ob das jetzt die Zeugen Jehovas waren oder ob das jetzt die Mormonen, glaube ich, auch mal irgendwie, wenn ich mich nicht täusche, oder jetzt eben die Maya-Leute waren, ne? Oder irgendwelche andere sogenannten spirituellen Menschen. Bis jetzt hat sich eigentlich nie was verändert, grundlegend. Ne? Ja, es ist auch so die Frage, man hört ja in den Medien, dass immer mehr Menschen erwachen, sage ich mal, oder desillusioniert sind. Dass es immer mehr gibt, auch immer mehr Satsang-Lehrer, ob die alle erwacht sind, weiß ich jetzt nicht. Aber halt, dass die Richtung dahin geht. Was kannst du mir irgendwie was dazu sagen, ob du das auch so siehst? Oder? Das ist auch sehr schwierig. Es gab mal, wie spricht man denn aus? Papaji oder Papaji? Papaji. Papaji spricht man. Der hat mal gesagt, es gibt ungefähr 60 Erleuchtete oder Erwachte auf dieser Erde. Das wird sich auch nie ändern. So habe ich ihn zumindest verstanden. Das halte ich eher für möglich. Mhm. Ich halte das eher für möglich, als dass eine große Massenbewegung sich formiert und unendlich viele Leute erwachen. Das erscheint mir nicht dem zu entsprechen, was dieses Universum eigentlich zum Ausdruck bringen möchte. Weißt du, das eine oder Gott oder die Quelle kann es sich leisten, einfach nur eine Handvoll von Leuten zu haben, die das erkennen, das reicht. Denn was soll das Ganze? Warum sollen die Leute erwachen? Was meinst du, was das für ein Chaos wird hier, wenn alle erwachen? Da sitzen alle so bekloppt rum wie wir. Da ist keiner mehr dran zu arbeiten und zu tun und zu gucken, dass es Neuerungen gibt und dass es vorangeht und dass wir die Umwelt wieder in den Griff bekommen und so weiter und so fort. Ja, ist ja alles wunderbar. Alles ist so, wie es sein soll. Die sind alle da und gucken sich gegenseitig an, nicht wahr, wie die Milchkühe und strahlen und freuen sich. So wie wir hier, ne? Wenn uns hier einer sieht, möchte er sagen, komm, geht in die Psychiatrie los. Was wollt ihr hier? Was macht ihr hier eigentlich? Über was redet ihr hier? Was soll denn? Ihr sitzt auf euren Stühlen rum, versteht ihr, und tut so, als wäre die Elite schlechthin. Da passiert doch gar nichts. Kümmert euch mal um die Armen, um die Kranken, um die Bettlägerigen, nicht wahr? Seid barmherzig, tut wohl. Was macht ihr hier? Verstehst du? Das geht gar nicht. Das ist ein exklusiver Kreis. Meine Meinung, kann mich hundertprozentig täuschen, aber mir scheint das, was Papaji gesagt hat, viel eher möglich als eine große Bewegung. Das erwartet, ich hätte die auch lieber. Ich würde gerne vor 80.000 Leuten diese herrliche Message bringen. Mit einer Advaita-Rockband zum Beispiel. Ne, so richtig die Leute, richtig so rock me. Nicht rock me, sondern me will rock you. So. Würde ich gerne machen. Wunderbar. Das ist ein Traum, den ich seit vielen Jahren habe.
irgendwo so eine Bühne, so eine Waldbühne, Berliner Waldbühne, weißt du? Dann so eine richtige Advaita-Rockband und dann irgendwann, ich meine, 15 Minuten einfach nur klare Message. Ich meine, über all die Dinge, die wir hier sprechen. Klar, 15 Minuten reicht vollkommen, ne? Einfach nur rein, ping, macht damit, was ihr wollt. Ich finde das toll, aber es ist nur ein Spiel. Es würde die Welt nicht verändern. Kein Stück. Gut und böse, hell und dunkel, die Welt der Polarität kann nicht verändert werden. Das ist alles immer im Gleichgewicht. Das wird ja so auch nicht gesagt. Es wird nur gesagt, dass dann in einer anderen Form quasi das Gut und Böse Spiel wahrscheinlich gespielt wird. Ne? Mhm. Mit veränderten Regeln vielleicht. Mhm. Leicht verändert. Gut, aber. Also ich möchte da keine Behauptungen wagen, aber wie gesagt, weil ich habe keine prophetische Gabe. Aber ich halte es eher für unmöglich. Mhm. Eher. Dass sich da sehr viel ändert. Hm. Auch die Regeln sich nicht ändern. Hm. Das ganze Ding hier ist ja nur ein Spiel. Das gibt es ja eigentlich gar nicht. Du musst dir mal vorstellen, selbst die Tatsache, dass wir hier einen Raum sehen, ist Unsinn. Hm. Es gibt keine Entfernungen. Ne? Hör dir die neuesten Erkenntnisse von Hirnforschern an, die klipp und klar sagen, dass sämtliche Wahrnehmungen, also die Tatsache, dass du zum Beispiel hier sitzt und ich eine Form erkenne, ja, und hier eine Form sitzt und Entfernung und Licht und Blumen, Gegenständlichkeiten, alles nur elektrische Impulse sind, die im Gehirn umgesetzt werden in Form. Das musst du dir mal reinziehen. Elektrische Impulse, die im Gehirn umgesetzt werden und Formen erzeugen. Das heißt, es gibt gar keine externe Welt. Die externe Welt ist überhaupt gar nicht vorhanden. Die Entfernung von hier zum Mond, die wir messen können, ich glaube 300.000 Kilometer, wenn ich mich nicht täusche, zum Mond, ja, ist Illusion. Das ist nur ein Spiel. Deswegen gebe ich die Empfehlung, euch mal Existenz anzugucken. Da wird das mal vorgeführt. Das ist alles ganz real. Du fasst das an und ja, das ist richtig. Und wenn ich hier drauf haue, tut das weh. Und in Wirklichkeit ist nichts da. Nur ein Spiel. So, warum sollte in diesem Spiel plötzlich eine riesengroße Verbesserung kommen? Wo bleibt das Spiel dann? Macht keinen Sinn. Ne? Macht keinen Sinn. Nur, das kannst du natürlich nicht laut sagen. Und Leute halten dich für verrückt. Liefern dich ein, die psychiatrische. Was redet denn ihr für einen Mist? Das ist alles nicht real, das ist alles nicht vorhanden. Aber der Mist wird ja schon mehr und mehr geredet und der ist ja auch für den normalen Bürger, also für jeden, der sich da hingezogen fühlt, im Internet zu lesen, zu hören, die ganzen Dr. Rhodes und Gehirnforscher erzählen diese Geschichten bei Telekom-Tagungen oder in großen Firmen. Das heißt für mich, so mit 10 Ausrufezeichen geheim ist es nicht mehr. Und für mich wäre auch dies, was Monika gerade sagte, was du anfingst anzusprechen, nicht eine Veränderung, dass sich was bessert, sondern mein Gedanke ist schon, warum soll nicht jeder Mensch die Möglichkeit haben, wahrzunehmen in sich, dass es keinen Denker gibt und dennoch bleibt die Welt in der Dualität. Das ist ja das, was ich wiederum irgendwo zusätzlich woanders lese. Ja. Das könnte ich mir. Es wird aber, davon bin ich auch überzeugt. Mhm. Ne, wenn du also sagst, Papaji spricht von 60. Ja, ja, gut. Das sind aber, die werden auch immer bleiben. Ja, das sind diejenigen, die wirklich durchblicken. Ja, genau. Nur, dass es nicht eine breite, ich sag mal, Bewegung geben könnte, um rein theoretisch, auf der theoretischen Ebene zu erkennen, dass der freie Wille Illusion ist, nehmen wir es mal so, das wird ja propagiert so, in erster Linie, nicht wahr? Das kann ich mir schon vorstellen. Das ist möglicherweise genauso eine revolutionäre Veränderung, wie sie in den Zeiten Galileos vorgekommen ist, der eben sagte, nee,
das ist ein bisschen anders mit Sonne und Erde, als ihr gedacht habt bisher. Und heute wird es in den Schulen gelehrt. Ja. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht in 50 Jahren, vielleicht auch noch kürzer, die Zeiten werden, die Zyklen werden ja immer schneller, immer kürzer, dass, ich sag mal, solche Dinge auch in der Schule gelehrt werden. Aber es wird letztlich nichts verändern. Nee, das ist ein zweites Thema. Ne? Denn ich meine, die Tatsache, dass wir heute wissen, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, hat letztlich in unserem Alltagsbewusstsein nichts verändert. Wir sagen immer noch, die Sonne geht unter. Sagen wir immer noch. Worüber genau ist, ist Quatsch. Aber wir bleiben bei dieser romantischen Ausdrucksweise. So. Und dass auch das Rechtssystem in der letzten Konsequenz wird sich nicht verändern. Die Leute müssen weiter eingesperrt werden, die Leute müssen weiter Strafen bekommen, sonst hast du ein Chaos hier. Auch selbst die Tatsache, dass du sagst, okay, der hat jemanden ermordet, der hat geklaut, der kann nichts dafür, wird nicht dazu führen können, dass die Leute nicht mehr bestraft werden dafür. Das ist unmöglich. Sonst hast du hier ein Chaos. Jeder macht, was er will. Verstehst du? Das ändert nichts in der letzten Konsequenz. Es ändert aber dann was, wenn wirklich eine echte Dekonditionierung, eine echte Desillusionierung stattfindet, die verändert und revolutioniert dein ganzes Leben. Und diese Leute bezeichnet man dann als erwacht oder als erleuchtet, obwohl es natürlich ein Begriff ist, mit dem ich überhaupt nichts mehr anfangen kann. Aus der Sicht derer, die das nicht klar sehen, sind diese Leute erwacht und erleuchtet. Aus der Sicht derer, in denen das klar ist, sind wir alle gleich. Es gibt nur diesen Unterschied, dass die einen eben erkennen, dass das Ich Illusion ist und die anderen nicht. Aber ich los in alle. Genau, und auf der Ebene ist ja letztendlich bei dir, der du das jetzt erkannt hast, tiefer als das bei mir erkannt wurde bis jetzt, dennoch höre ich dich ja auch immer. Das eine ist die virtuelle Welt oder das relative Ich, das heißt, es bleibt uns dennoch nichts anderes, als mit dem Ich zu sprechen und so zu tun, als würde ich entscheiden. Das heißt, wenn ich es denn erkannt habe, nehme ich mal an, auch wirklich tief erkannt habe, wie nach deinem Ramisch und folgenden Erlebnissen, bleibt dennoch dieses Ding, ich muss jetzt kochen und ich muss jetzt, die Sprache mit dem Ich bleibt und... Die Sprache mit dem Ich bleibt, ja. Und, also die könnte man auch verändern, aber es wäre ein bisschen komisch, wenn wir ständig in der dritten Person reden. Ja. Ne? Aber die Realität, die vorher gedachte Realität eines homogenen Ichs, die fällt weg. Und dann kann das Gehirn auf eine sehr organische und normale Weise funktionieren. Vorher ist immer dieser Ich-Gedanke mit drin. Ja? Und das Gehirn muss sich ständig vorbeischleichen an diesem Ich. In irgendeiner Weise ständig zensiert werden von diesem Ich. Ne? Es kann nicht einfach nur arbeiten, wie es normalerweise gerne arbeiten möchte. Oder arbeiten könnte. Es immer, stößt immer wieder an dieses Ich. Ne? Ist das jetzt wirklich okay? Und darf ich das wirklich? Und müsste ich nicht eigentlich? Und ist das auch wirklich so, dass die anderen darüber so und so denken? Und, ne, das ist dieses ganze Kuddelmuddel. Ja, das ist weg. Ja.